Und weiter geht's, meine Damen und Herren. Partie Nummer 89, ich habe es immer gesagt. 89 steht an. Ich mit den schwarzen Steinen. Und ich sag schon mal an. Sizilianisch. Let's go. Bonner E4, die sizilianische Verteidigung. Habe ich einstudiert. Extra für diese Partie. Bonner D4. Den Moment kennen wir schon. Hier rate ich meistens dazu, erst den Springer rauszubringen. Und nicht mit der Dame so früh rauszugehen. Aber auch das ist ein Rat. Den kann man 70, 80 Mal geben in so einem Match. Ob er erhöht wird oder nicht, das wissen wir nicht genau. Und das sind ja. Ah, was soll ich sagen? Hier, Dame auf C3. Ich ziehe den Springer raus, greife den Bauern an. Nach landläufiger Mal ist es nicht so gut, die Dame früh rauszubringen und nach C3 zu stellen, wo sie hier von dem Läufer gehittet werden könnte. Aber eine Stellung, die in diesem Match auch schon mal stattfand. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal erst Springer F6 oder erst E6 gespielt habe, um hier gleich den Damengewinn zu drohen. Ich kann mich nicht erinnern. So, jetzt habe ich viele Möglichkeiten. Bauer E6 logisch, Bauer E5 ist logisch. Beides Umläufer B4 zu drohen und dann die Mitte zu besetzen. Bauer nach E5 schwächt ein bisschen die Zentralfelder. Aber ich glaube nicht, dass er die Zeit hat, diese zu besetzen, sodass E5 und dann D5 folgen lassen. Für meine Begriffe durchaus nahe liegt. Bauer nach E5. Droht hier tschüss da eine Situation. Aber letztes Mal, als wir was Ähnliches hatten, hat Eddie es gesehen. Ah, diesmal nicht. Ah, die arme Dame. Aber Sizilianisch war auch gemein. Vielleicht hat er eher mit E4, E5 gerechnet. Das sind erstmal Warmwertpartien hier im Jahr 2024. Es hilft halt, die Dame nicht so früh rauszuziehen, weil sie dann von den Leichtfiguren getreten werden kann. Und ich glaube, in der Gade-Gustavsson'schen Theorie, letztes Mal habe ich E6 gespielt, dass diese Stellung schon mal zur Debatte stand, da hat Ace mit A3 verhindert. Wie gesagt, war auch lange Schachpause jetzt. Sind reinkompatibel. Dame ist leider gefesselt, kann nicht wegziehen, weil dann der König weg wäre. Und Gade gibt sich geschlagen. Kurz und schmerzvoll, wie wir es lieben hier. Bauer nach E4, Bauer nach C5, die sizilianische Verteidigung. Da hat Gade noch seine Probleme mit, wie an dieser Stelle stets erwähnt, der Westzug ist Springer F3. Entwickelt eine Figur, bringt uns der Rochade näher und bereitet vor, wenn man das Zentrum besetzen will, dann hier vielleicht mit dem Springer zurückzuschlagen. Denn die Dame so früh ins Spiel zu bringen, ist keine gute Idee. Bauer nach D4, C schlägt D, stand auch schon mehrfach zur Debatte in diesem Match. Es gibt Freunde hier des Mora-Gambits mit Bauer nach C3, was noch nicht besonders gut ist. Bestzug ist wahrscheinlich immer noch Springer nach F3, das hat im Match auch schon einmal dann nach E5. Darf man die nicht schlagen, wegen Dame A5 Schach. Und Dame schlägt D4 hatten wir jetzt schon 3, 4 Mal. Ich sage jedes Mal, dass es schlecht ist, werde es auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Bringt halt zu früh die Dame raus, die dann zum Spielball der schwarzen Figuren werden kann. So wie es auch in der Partie geschah. Springer nach C6. Hier, die Dame sollte wahrscheinlich jetzt auf das Feld D3 ausweichen, eher nicht nach C3. Von da aus deckt sie immer den Bauern D4, hebt den Bauern E4 und droht nicht hier gefesselt zu werden. Also damit D3 wäre ein besserer Zug gewesen jetzt.
Dame nach C3, kein schönes Feld. Springer F6 greift den Bauern an. Rauf nach D3. Bauer nach E5. Hier, ihr seht, ist der beste Zug, war nicht nur auf billige. Fallige Spiel, besetzt das Zentrum, plant D5, aber droht nebenbei eben auch, weil Dame schon so viel unterwegs war. Rauf nach B4. Und das ist schon nicht mehr so leicht zu parieren. Bauer nach A3, kein Machen an. Kommt Bauer nach D5. Nach E schlägt D. Kriegt die Dame noch einen Tritt mit Springer schlägt D5. Also, schon unangenehm, weil die Dame halt sich sehr früh rausgewagt hatte. Und nach Springer F3 haben wir das Ende. Mit Schrecken. Die Tschüss-Dame-Situation. Zack. Na, E4, C5, wie gesagt, Springer F3. Da hat Schwarz mehrere Züge. E6, D6, Springer C6. Man kann auch all diese Züge D4 spielen und dann eben einen Springer zurückschlagen. Dann verliert man keine Zeit. Dann ist der weitere Plan. Springer C3. Läufer raus. Kurze Rochade. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Aber Springer F3 ist der logischere Zug. Das war Partie Nummer 89. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Eddie für die Partien. Waren ja hier erstmal Warmwertpartien. Es wird mit Sicherheit noch spannender im Jahre 2024. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Chat diskutiert wieder, ob man komplizierte Eröffnungen auswendig lernen muss oder nicht. Naja, man kann es ja Step by Step machen, ne? Sizilianisch habe ich jetzt, wie oft habe ich schon gespielt? 20 Mal oder so? Also 2-3 Züge weit. Kann man es ja mit Weiß schon ohne Unglück schaffen. Aber Eddie macht es ja nicht mit Absicht. Und es war jetzt eine längere Pause. Also, das wird schon wieder. Was meinst du, die Lösung ist, das Mora-Gambit zu spielen, mir gleich einen Bauern zu geben. Dann Druck machen. Kann man machen. Ich würde eher dazu raten, Figuren ins Spiel zu kriegen und Bauernanzahl gleich zu halten. Die Partien, die knapper waren, da war das ja auch immer der Fall. Also die Strategie, den Großmeister mit einem streng geheimen Gambit wie dem Mora-Gambit zu überraschen, ist meistens, glaube ich, nicht optimal. Zugsprung sagt, Mora wäre ja praktisch, dass die Leute ihren Sizi-Quatsch nicht runterbeten können. Ja, aber wenn ich jetzt den ganzen Sizi-Quatsch auswendig lerne, meint ihr, dann verbringe ich keine Sekunde mit Mora-Gambit? Muss ich auch nicht so viel wissen. Ich spiele E6, spiele C6, Läufer B4, baue mehr. Oder, wenn ich noch feiger bin, dann spiele ich hier Springer F6, wenn das mein Repertoire gegen C3 ist. Also mir erschließt sich die Logik nicht ganz. Mora ist halt kein so logisches Gambit. Ich glaube, ich stelle mir das ungefähr ausgelegt. Ich spiele es auch ab und zu im Blitzen. Hier minus 0,2, sagt Kompi, man steht ein bisschen schlechter nach 4 Zügen mit Weiß. Aber du gewinnst halt nicht viel Tempi für den Kopf von Bauern. Ein GM wird das auch wohl kaum aus der Bahn werfen. Ja, es hat ja nichts mit GM zu tun. Also, wenn du nach 3 oder 4 Zügen schlechter stehen willst, auf meinem Level funktioniert es, aber auf deinem Level funktioniert bestimmt auch gute Eröffnung zu spielen. Ich glaube, Stockfish mag gar keine Gambits. Stockfish mag keine schlechten Züge. Es gibt zu viele gute Gambits, Chat. Spiel, was ihr möchtet. Ich glaube nur nicht, dass es Eddie hilft, wenn man ihm empfiehlt. Hier. Spiel doch mal den Grand Prix-Angriff oder das Mora-Gambit. Wenn man sich mit Schacheröffnungen beschäftigen möchte, spart es ein bisschen Zeit, gleich sich mit guten Eröffnungen zu beschäftigen. Aber ich weiß natürlich, dass die Verlockung immer groß ist. Shortcut, wo die Gegner, die den ganzen Hauptvarianten studieren, sich nicht so auskennen zu wählen. Es ist ein Irrglaube. Ihr Damen-Gambit ist zum Beispiel Superchat. D4, D5, C4. Ein sehr gutes Gambit. Masche-Gambit. Ein sehr gutes Gambit. Zack, Läufer D2. Wir opfern den Mittelbauern. Andere Marsche-Gambit. Ich weiß, sind schon ein bisschen viele Züge. Auch ein sehr gutes Gambit. Wir opfern wieder den Mittelbauern. Aber dann kriegen wir jetzt Zeit, um anzugreifen. Das ist ja im Prinzip auch ein Gambit. Das ist ein Bauernopfer. Das ist auch sehr gut. Springer G5, D5. Schlägt Springer A5. Bauer weniger. Sehr viel Kompensation. Also, ich habe nichts gegen Bauernopfer. Ich rate nur zu guten Zügen.
Und das uralte Argument, ja, auf Top-Level, bla bla blub. Gute Züge sind gute Züge, Chat. Egal welches Level. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, ab und zu auch Abkürzungen zu wählen oder praktische Sachen zu spielen. Aber dieses, auf meinem Niveau ist diese schlechte Öffnung gut. Ich glaube euch das Argument. Ich glaube, ihr hättet noch mehr Erfolg, wenn ihr auf eurem Niveau gute Eröffnung spielen würdet. Und ja, diese Faszination an Gambits, es ist ja kein Ziel im Schach, schnell weniger Material zu haben. Es ist ja ein Ziel im Schach, besser zu stehen als der Gegner. Und das kann mit weniger Material sein, es kann mit mehr Material der Fall sein, mit gleichem Material. Aber man muss ja erstmal verstehen, was kriege ich denn jetzt für meinen Bauern? Wie viel Tempi kriege ich? Wie viele Probleme stelle ich damit? Kriege ich damit Entwicklungsvorsprung? Aber ich lese eigentlich immer nur Gambit, 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 dass irgendwie diesen tiefen Glauben gibt. Welchen Bauernopfer? Stelle ich ihm damit eine dämonische Falle? Aber es ist eigentlich immer eine Abwägung. Was kriege ich denn für den?